Das sieht ja spannend aus. Was kann man denn damit alles machen? Viele Formen. Das ist ein zweidimensionales Puzzlepiece. Okay. Was Sie alle Formen mit kann machen oder dann, danach können Sie auch spielen damit. Okay, also man kann es quasi zusammenbauen und zusammenstecken. Ja, ja, das ist richtig. Okay, und welche Sportarten kann man jetzt damit alles machen? Sieht ja jetzt erstmal aus wie ein Fußball, ne? Ja, ja, Fußball oder und ein Rugbyball und ein Frisbee und Jonglierballen. Frisbee, ja. Ach ja, ja, Wahnsinn, ja, okay. Da kann man dann richtig Frisbee mitspielen. Willst du das probieren? Ja, gerne, probieren wir doch mal aus. Okay. Hey, ja, funktioniert. Hey. Super, nicht schlecht. Funktioniert super. Sagen Sie, und warum ist da jetzt Luft drinnen? Hier sind ja viele so kleine Löcher. Ja, das ist gut, für, wenn Sie spielen in der Hause. Nichts geht kaputt. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Wir haben das gemacht für meine Sohn, weil er immer Fußball spielen wollte. Innen, außen, irgendwo. Ja. Und wenn wir auf Ferien gehen, wir haben immer die Fußball vergessen. Ach, so, ja, vor das haben wir das eigentlich gemacht. Das heißt, man kann den auch richtig klein zusammenfalten und mitnehmen? Ja, ja, absolut. Ein, oh, wow. Ein kleines, ja. Wir machen das so. Das ist ein 10 Stücken. Und mit das können Sie alles machen. Ah, okay. Ja. Und wie wird daraus jetzt ein Fußball? Die erste Mal ist die Elastik drauf. Okay. Und dann packen Sie zwei Stück. Ja. Und die unike System ist, dass es immer das selbst zweidimensionale Element ist. Sie sticken ein und dann ist ein Klick. Ah. Und das ist sehr stark. So, mit 10 Stücken machen Sie einen Fußball, mit 8 machen Sie einen Rugbyball. Ach toll! Und mit 6 Stücken machen Sie einen Frisbee. Und was kostet so ein Ball? Geschäft ist 12,95 €. Da sind die Kinder sozusagen auch noch beschäftigt mit dem Zusammenbauen. Ja, ja, super. Super, Win-Win für alle, für die Eltern und für die Kinder.